Guten Tag und willkommen zurück bei Infra. Hier ist eure Rocklady, eure Miri. Und wir stehen hier vor dem Bunker. Dem da. Und ich habe ja lange hin und her überlegt, aber wir haben ja gar keine Chance, da wieder zurückzukommen, oder? Doch, wir haben eine Chance, hoffe ich. Ich habe da nämlich noch was Unerledigtes offen. Bye, bye, Bunker. Ja, und was ist denn da? Ach so. Und es würde mich jetzt echt total um den Schlaf berauben, wenn wir es nicht versuchen würden, dieses Unerledigte, was da noch in meinem Köpfchen schwebt, zu erledigen. Ah, ja. Ihr wisst nicht, wovon ich rede, ne? Ich sag, warum gehst du jetzt wieder zurück? Warum? Du kommst doch eh nicht mehr zurück. Ich will es aber wenigstens versuchen. Denn wer nicht was versucht, der kommt auch nicht zurück. Ja. Okay. 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 Exit. Ach so, ja. Was? Wieso? Ach, da hinten. Ist ja dann doch schon ein bisschen. Ja, ein bisschen. Was? Ist ja dann doch schon ein bisschen. Lauf dir einen heißen oder so, ne? Hä? Ach so. Ich weiß gar nicht mehr. Ey, jetzt habe ich ein paar Tage ausgesetzt und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin. Don't flu. Das sieht nicht gut aus. Don't open, flood inside. Okay, 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 okay. Nee, Freunde, ich komme nicht mehr zurück. Wer immer gesagt hat, versuch es, beziehungsweise ich komme nicht mehr zurück. Oh nee, ey. Wisst ihr, was ich machen wollte? Ich wollte die Karte, die orangene. Oder komme ich doch? Warte mal. Die orangene Karte. Natürlich alles zu. Nee, ich komme hier nicht mehr zurück. Der Weg war ein anderer. Der Weg wird ein anderer sein. Dieser Weg wird steinig und leicht. Hier war es mit den Bierflaschen. Scheiße. Stimmt, da ist ja auch alles eingestürzt. Hm. Ja, das mit der Karte, das nervt mich. Wir haben die orangene Karte gekriegt, gefunden oder wie auch immer. Und ich hätte so gerne diese Karte nochmal benutzt. Beziehungsweise, da war ja der Anfang mit dem Ventilator, wo wir den da stoppen mussten. Und dann waren ja die Türen an dem Motorrad. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Und genau da brauchtest du die orangene Karte. Und die wollte ich jetzt nochmal, die haben wir ja da in diesem Elektrizitätsraum, da wo alles voll mit dem, wie sagt man, Kurzschluss da überall. Nein, nicht Kurzschluss, aber dieses offene Kabel, was da geblitzelt hat und das ganze Wasser dann entzündet, nein, nicht entzündet, aber geleitet hat. Ja. Naja, Freunde, okay, dann wird das jetzt hier doch ein bisschen anders werden. Also ab in den Bunker. Ab in den Bunker. Halt! Ein letzter Blick zurück in die Welt. Jetzt geht's in den Bunker. Blast Doors. Was immer das heißen mag, werden wir jetzt. Jetzt wird uns der Sauerstoff entzogen. Die Tür geht zu und die
geht nicht auf. Freunde, das ist jetzt unser Ende. Ist euch klar, ne? Guckt euch diese Türen an, da kommen wir nie mehr wieder raus. Nie mehr. Nie mehr. Ich weiß nicht, warum wir als Inspekteurin das gemacht haben. Jetzt lädt er. Oh mein Gott. Jetzt kommt die Flut. Da kommt die Flut. Und wir werden erzogen zum Fluten. Da kommt die Flut. Ah. Ich sag nur, ich war der goldene Reiter. Hey, 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 ich war ein Kind dieser Stadt. Hm. Oh, wir leben noch. Grün. Und da, Sesam, die öffne dich, kommt die Flut. Nein. Ja, da kommt was. Ach du Scheiße, was ist das denn? Die großen Bunkertüren öffnen sich. Ach du Scheiße. Muss ich das jetzt alles laufen oder wie, Freunde? Eieieiei. Das als Inspekteurin. Ich will doch nur hier raus. Naja. Control Room Storages. Vorratsraum oder so. Und hier ist eine Batterie. I have 5 packs of flashlight batteries now. Ha, 5 flashlight batteries. Na, das ist auch praktisch. Unser Licht geht nämlich hier gerade auch leer. Na toll, eine Tür. Ein Buch. Tuesday. Der. Bis Tuesday. Ach so, der 14. 14. Today was about the same as always. Thought there was some army general. I haven't before seen before. Look like he'd had a bad morning that day. Someone must have pissed in his cereals. In seine naja. Anyway, seems that more cargo is going out than coming in. Mostly leftist files and other pepper stuff. Hm. Okay. Mittwoch, der 15. Alright, finally some action. Some scientists or whatever was running towards the door and then the guards grabbed him and took him away. I didn't even know we had a scientist. Not that I know much about this place anyway. I just guard the entrance. Er hat also den Eingang überwacht und da kam dann irgendein, ja, Scientist, er sagte, ein Wissenschaftler oder was immer er war, rannte auf die Tür zu und dann hat die Wache ihn geschnappt und hat ihn weggebracht. Und er wusste eigentlich nicht, dass die da Wissenschaftler haben. Und er weiß auch nichts über den Platz, wo er hier arbeitet, aber er beobachtet halt den Eingang. Der 16. bis 18. nothing unusual. Also nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich Feiertag und Wochenende. Wahrscheinlich. So, aber am Sonntag des 19. Wow. I don't know what the hell happened today, but I heard there was some major accident. Apparently, the passengers are okay, thought. Thanks God. Could have been a lot worse. Also, am Sonntag, nee, das war ja dann doch nicht der 16. Okay, das geht ja auch gar nicht. Ach, Miri. Am Sonntag, dem 19., gab es dann diesen Metro-Accident, also diesen U-Bahn-Unfall. Und offensichtlich sind alle Fahrgäste lebend rausgekommen. Und er dankt Gott und sagt, dass es schon eine Menge wert ist. 20. der Montag. I was told today that there are going to some arrangements and start moving the passengers out soon. It's still very unclear what's going to happen, but we hear more about it tomorrow. Am 20. Haben sie halt einige Unternehmungen genommen und haben die Passagiere rausgebracht. Ist noch nicht klar,
was eigentlich passiert ist, aber die werden wohl morgen mehr erfahren. Und dann kommt halt der Dienstag, der 21. Alright, we closing the bunker. This bunker. They started moving stuff out. I tried asking about what's going on with the metro passengers, but they refused to comment. I take a bad feeling about this one. Okay, sagt er, also die haben den Bunker geschlossen oder wir schließen den Bunker. Sie fingen an, Sachen rauszuschleppen und er hat einfach mal versucht zu fragen, was jetzt mit diesen U-Bahn-Passagieren ist oder was mit denen passiert ist, aber er erntet keinen Kommentar. Und er hat ein sehr schlechtes Gefühl über das, über die Wahrheit oder was da passiert ist. Oha, das klingt nicht gut, Freunde. Das klingt überhaupt nicht gut. So, wir haben hier zwei Knöpfe, die wir drücken können, aber wir haben auch eine. Was haben wir hier? Wir haben auch eine offene Tür. Ich will jetzt erstmal, bevor wir irgendwelche Knöpfe drücken, hier so mal gucken. So. Wir wechseln mal die Batterien. Still 4 packs left. Okay, die kann man nicht. Oh je, es gibt wieder Räume. Da. That's 9 packs of camera batteries. Heidenei. Ich kann ja nicht hier von allem Fotos machen. What the hell is this? Guckt euch das an. Alles zu. Das sind die Vorratsräume. Unterrichtsräume. Sinn? We? Project Instruction? Ach du Scheiße, nee. Also, irgendwie ist das eine ganz andere Sache, als ich gedacht habe. Da müssen ja hier Unmengen an Leute gelebt haben hier unten. Jetzt müsste gleich S1, S2, oh Gott. Control Room. Ein Telefon. Na komm, wo sind sie? Lass mich doch hier nicht in einen Raum rein, wenn ich hier irgendwo noch... Nö. Okay, wir lassen die Tür auf. Scheiße, jetzt kommt hier gerade mal so ein Gefühl der Angst. Kontrollraum. Wir gucken erstmal außen rum. Okay, hier nicht. Was ist das hier alles? Okay. Jede Menge Knöpfe, dies. Wirklich jede Menge. Ein Buch. Und hier ist wieder was geschrieben. I don't think Jonas fixed that circuit breaker properly. There was a brief blackout today with breaker 2. You couldn't open the main help door or do anything at the main hall, but now everything should be in order. If it doesn't work, make sure everything is okay in the electrical room, which is just outside the bunker. Okay, was haben wir hier? Nichts, was wir lesen können. Freunde, also bevor ich jetzt hier anfange, wieder weitere Sachen zu drücken, würde ich gerne... Bringt nicht viel, aber würde ich gerne den anderen Knopf da drücken. Weil, warum, weiß ich auch nicht. Oder soll ich hier, pass auf, ich drück mal hier. Scheiße, hätte ich vielleicht, was passiert denn jetzt? Was geht jetzt hier ab? Was ist das? Ach du kriegst die Tür nicht zu. Freunde. That's an odd place for a train wreck.
Die haben die U-Bahn hier unten. Natürlich sieht man nichts. Die haben die U-Bahn hier unten. Wie? Nee, gar nicht wahr. Was ist hier passiert? Doch klar, die haben die U-Bahn hier unten. Ey, wie krass ist das? Das ist die verunfallte U-Bahn. Ja. Jetzt wird's ja richtig spannend hier, Freunde. So, was haben wir? Können wir nicht. Können wir hier? Können wir auch nicht. So, jetzt gehen wir mal nach drüben. Ey, das ist ja... Boah, ich kriege eine Gänsehaut. Die haben die kaputte U-Bahn da stehen. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Weil wir müssen ja eh nach unten dann. Das war ja oben. So, jetzt versuchen wir mal hier. Einmal. Zweimal. Tut sich aber nichts. Toll. Tolle Würst. Ich würde aber gerne mal jetzt hier irgendwie weiterkommen. Ey, die haben die U-Bahn da unten. Gibt's doch gar nicht. Wie komme ich jetzt da unten runter? Weil hier ist ja jetzt hier nichts, ne? Ich muss ja irgendwie da unten runter. Das ist ja mal krass, Freunde. Ja, das ist dieser Vorrats... Warte mal, vielleicht können wir damit... Glück... Ach, guck mal, jetzt ist hier eine Tür aufgegangen. Warte mal, was ist denn? Aber die ist noch zu, ne? Ja, okay. Die war gerade noch... War die auf? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, die war nicht auf. Scheiße. Okay, die ist auch zu. Ey, sag mal, wer baut denn sowas? Alles zu, aber die haben die U-Bahn da unten. Gucken wir mal hier. Auch zu, okay. Ich hoffe, mich sperrt hier keiner ein. Was ist hier? Da ist ein Raum. Da ist ein Raum hinter, Freunde. Wahrscheinlich die andere Seite von dem Raum. Scheiße. Sag nicht, wir können hier jeden Schrank. Ja, irgendwann können wir hier bestimmt, ne, oder? Okay, die haben hier einfach mal ein paar Dinger hingestellt. Damit wir hier nicht rein können. Aber ich bin mir sicher, dass da irgendwo ein Eingang ist. Was ist denn? Können wir hier irgendwie... Ne, können wir nicht. Ja, heilige Mai. Okay, wir gehen hier jede Tür ab. Ach du Scheiße. Was ist das hier für eine Gegend? Hallo? Na, da möchte ich mich aber nicht duschen. Warte mal. Kann ich denn... Den muss ich doch einfach mal so, ne? Ihr wisst schon, festhalten. Ach du, da, und hier geht's wieder. Ach du, jetzt guckt euch das mal an hier. Sind das die Scientists, die hier gewohnt haben? Ich will mal sagen, gewohnt haben, weil... sieht so aus, oder? Ah. I have 5 packs of flashlight batteries now. Meine Güte, frei... Was ist das für ein Geräusch? Es hört sich an, als wenn da... Hallo? Hallo? Scheiße. Das ist kein Geräusch, was ich mag. Okay. Hallo? Hallo? Hallo?
Hallo? Oh, hab ich mir jetzt erschrocken. Ein Teddybär sitzt auf dem Klo. Das bin ja ich. Na sowas. Warte mal. Ein Teddy auf dem Klo. Ein Teddy auf dem Klo. Ein Teddy auf dem Klo. Still 8 packs of batteries left. Ey, dieses Knirschen, ne, Freunde, das macht mir voll Gedanken, ey. Ja, Heidenei, ach du Strohsack. Okay, Freunde, das ist die Kantine. Die Kantine. Und hier geht's zu den Treppen. Und hier ist der Knopf für den Aufzug. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier weg. Oh, da komme ich ja eh nicht weiter. Es sei denn. Nee. Scheiße. Scheiße. Oh, der Teddy da. Guck mal. Meine Güte. Was ist hier passiert? Ob wir das herausfinden? Stimmt. Stimmt, finden wir das heraus. Meine Güte, wir müssen ja. Ach, guck mal, wie der Zufall es will. That's 9 packs of gamma batteries. 9 packs. Neue. Still 4 packs left. 9 packs. Willst du mich ver. Muss ich das jetzt alles? Ich meine, hallo? Oder soll das mir einfach nur helfen, da oben drauf zu kommen? Weil. Ich kann mir ja hier so eine. Ne, so eine Leiter bauen. Hier so. Niet, 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 niet. Oder? Kann ich nicht? So, kann ich. Seht ihr? Smurf. Freunde, da gehe ich jetzt aber noch nicht rein. Das ist hier viel zu viel Arbeit. Meine Güte. Ich gucke mich erstmal oberflächlich um. Nur oberflächlich. Das nennt sich. Ach du Teufel. I have 5 packs of flashlight batteries now. SNW. Das, was ist das hier? Haben die da irgendwie eine alte Anlage aus dem Krieg oder was gefunden? Das kann doch nicht. Also bevor ich jetzt da oben durchgehe, sollte ich hier erstmal alles absuchen, was. Warte mal, ich guck mal, hier ist doch auch noch ein. Moment. Ach so, nee, okay. Ja, dann. Dann gucken wir doch mal rein, ne? Weil es könnte ja mal eine Keycard drin liegen oder wir wissen es nicht. Ne, hier kann nichts sein. Wir müssen uns halt sicher sein, ne? Und da ich ja eine Vervollständigerin der Ganzen bin, des Ganzen bin, will ich ja auch davon ausgehen, dass wir eigentlich nichts übersehen, bevor wir hier. Boah, ich komme mir irgendwie ziemlich dämlich vor. Die haben. Ey, die haben wir schon alle. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich genug Batterien, aber vielleicht liegt da hier auch mal eine Keycard so verlorenerweise drin. Man weiß es nicht. So. Ach guck mal, so kommen wir da gar nicht. Wir müssen also wirklich hier. Dann kommen wir da. Aber ich will vorher nochmal. Okay. Freunde, was erwartet uns hier? Nichts Gutes! Ach du Scheiße.
Oh oh, ich glaube, das wäre jetzt keine gute Idee. Ich glaube, die müssen wir erst abschalten. Foto. Überall diese Pilze. Also wenn wir da jetzt raufgehen, ohne den abzuschalten, hätten wir ein Problem, würde ich sagen. Toll. Toll. Da können wir nicht rauf. Definitiv nicht. Sei denn... Ah, guck mal. Na komm, geht schon. Gassensor. Kann ich den so abschalten? Bleibt der dann auch irgendwann mal stehen? Der langsamer? Nicht wirklich, oder? Oder? Also irgendwie komme ich hier nicht so ganz weiter. Und hier sieht es nach Rösting aus. Gassensor. Keine Ahnung. Also. Puh. Da oben ist auch ein Gang. Da kommen wir aber komischerweise nicht hin. Warum? Weil uns hier was im Weg steht. Nicht diese Kiste. Die Kiste kriegen wir leider nicht zurückgeschoben. Oh, hier war noch eine Tür. Mit den üblichen Verdächtigen, ja, Freunde. Und hier geht auch nichts. Gassensor. Aber das hier ist krass. Da haben die hier die U-Bahn stehen. Freunde. Das ist ja wohl mehr als krass. Ich versuche nochmal, ob ich hier was drücken kann. Ob das vielleicht für den Venti ist, aber... Das wäre ja mega entfernt, ne? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gassensor. Ja, Freunde, so weit, so gut. Machen wir uns Gedanken fürs nächste Mal und ich sage einfach mal ciao. Die U-Bahn, die gibt mir immer noch Kopfzerbrechen auf. Nee, so nicht, Freunde. Ich sag da mal ciao.